Ja, guck mal. Oh, der hat echt einen Speer drin stecken. Oh, ich glaube, wir sollten... Darf ich, Trico? Nur wenn das okay ist. Na, fress erstmal. Oh, Mann, oh, Mann. Hier ist noch eins. Bitteschön. Trikuno, ite kasato wizi, ikastani wizi. Yeahu wizi, atiketan, inoi aronetu, agishio nizi. Yeti sogazi, inoik, agiata o liari. Yeti ninaf, autrikuno, atiajik, ino tuku, o obastu netebazi, intrikuno, a wizi. Tut mir leid, Rico, aber der Speer muss raus. Was? Ach, guck mal. Ich kann dir Befehle geben. Ich kann denen sagen, komm hier hin. Ja, hier geht's scheinbar weiter. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Weil wir waren noch gar nicht richtig hier auf der Ebene davor. Okay, die Brücke ist zerstört. Hier kommen wir nicht weiter. Mal hier. Ganzer Pfad ist hier versteckt. Hier endet. Ein Fass. Okay. Freut sich der gute Trico, ein bisschen mehr zu fressen. Aussieht, ne? Ist schon nicht schlecht. Bist du denn reingekommen? Er kommt nicht durchs Tor. Komme. Ich hab was für dich. Guck mal hier. Fressi, fressi. Hier. Nimm. Extra für dich. Das für dich. Oder willst du hier im Tunnel nicht fressen? Na komm, dann gehen wir nochmal weiter. Ess ruhig.
Na, trau dich! Oder kommst du nicht dran? So besser? Ich glaube, du bist hier ein bisschen zu eng zum Fressen, oder? Okay, jetzt hat er es gefressen. Ja, Befehle erteilen, aber wohin denn, liebes Spiel? Da ist sein Kopf, da steckt er seinen Kopf aber in die Wand rein, seht ihr das? Okay, Trico, genau das meinte ich. Oh, ist ja Wahnsinn. Der klettert hier hoch, guckt mal. Danke, Trico. Oh, du bist so knuffig. Genau so war es geplant. Zwinker, zwinker. Uah. Rico, ich bin gleich wieder da, okay? Muss dich ganz kurz verlassen. Haben wir hier noch was? Nein. Okay, ich will alles absuchen. Jeden Pfad. Da ist ein Fass. Also, meiner Vermutung nach kommt Trico. Tatsächlich. Hey, der hat's gefangen! Oh, ist das süß! Oh, du bist so süß! Kannst du dich da hochstellen? Geht das? Echt famos von dir. Ne, nix brüllen. Ich will da hoch. Schaffen wir das? Ja, ne? Das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Dass das funktioniert. Okay. Und so kommen wir oben drauf. Dankeschön! Trico Express. Ist das schick. Sprungbefehl.
Okay, jetzt müssen wir ihn also ein bisschen leiten und ihm den Weg zeigen. Na komm. Das ist echt der Wahnsinn, oder? Guck mal. Es funktioniert. Wow. Es funktioniert. Ach, Trico. Boah, mal wieder verschlossenes Tor. Kennen wir ja inzwischen, ne? Guck mal hier. Da geht's oben weiter, oder? Oh, Trico. Müsstest du dich da hochstellen, bitte? Geht das? Ey, der hat direkt. Guck mal, der ist richtig. Der überlegt. Der sucht. Vielleicht reicht das ja von hier aus, weil hier fällt er auf jeden Fall, guck mal. Ihr müsst ihn irgendwie dahin bewegen. Ihr seht das, oder? Ne, hier nicht, Trico. So. Komm mal her. Der geht immer wieder hier hin.
Okay, irgendwie weiß Trico nicht ganz, was ich will, glaube ich. Bei den Sprung schaffe ich nicht. Nix brüllen, komm, hier hoch, ja. Okay, das ging auch. Danke, Trico. Okay, wir haben es da oben geschafft. Also es ist jetzt wirklich echt. Wir müssen richtig mit ihm kommunizieren. Das ist ein bisschen verrückt, oder? Da geht's runter. Boah, hier geht's rum. Oh Gott. Hier kommen wir nicht weiter, okay. Oh Gott, schön vorsichtig balancieren. Balancieren. Wow, der Stab bewegt sich ja sogar. Oh Gott. Alles gut, Trico, ich bin da. Das war doof. Ah. Ja, das war jetzt nicht so toll. Das war nicht so toll. Aber gut, wir regenerieren uns. Trico? Ja, hier nach oben, das wäre ganz toll. Von hier aus denn wirklich gar nichts machen? Oh! Da muss man erstmal drauf kommen, dass man da rein kann. Da muss man aber erstmal drauf kommen. Oh Gott, was ist das denn da unten, das Drehende? Okay, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber ich sagte bereits, das ist sicherlich extra gemacht. Was sind das für Drehdinger da unten? Die gefallen mir gar nicht. Da kommen wir nicht weiter. Ah, hier geht's runter.
Oh, das sind Rüstungen. Ach Gott, wir dürfen nicht ins Licht gehen, versteht ihr? Dann aktivieren wir die. Schnell! Oh Gott, guck mal, Trico. Er will rein. Zieh! Oh Mann. Gerade so. Gerade so. Trico, hey. Beruhig dich. Beruhig dich, Großer. Komm schon. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Komm schon. Nicht schreien. Komm, alles gut. Armer Trico. Okay, hier geht's runter. Warum geht es hier runter? Warum führt hier dieser Weg lang? Hätten wir hier auch runterkommen können, oder was? Okay, ich glaube, das Spiel hat schon verstanden, oder? Er hat direkt so zielfixiert geguckt. Ja. Okay. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Bindung, die ich aktuell mit Pico habe, ist, glaube ich, schon stärker als jede andere im Videospiel. Krabbel, krabbel, krabbel. Ich meine, ich will ihn wirklich beruhigen, wenn er rumschreit. Und ziemlich merkwürdig. Okay. Oh. Vorsichtig, Kleiner. Boah. Vorsichtig gesagt. Ah, hier geht's wieder rein. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Dass man durch diese kleinen Löcher reingehen kann. Schon gemein versteckt. Lieber vorsichtig und Stück für Stück nicht runterfallen. Wir wollen hier rüber, oder? Ich hoffe mal, dass ich richtig gehe hier.
Moment, ich muss mal eben gucken, wenn ich da rumgehe. Okay, das bringt mir gar nichts, oder? Wir müssen auf den Balken da drauf, damit wir da rüberkommen. Ach so, das ist ein ganz neuer Raum hier unten. Ja, okay. Sag das doch. Ich dachte, das wäre der gleiche Raum. Das ist ein neuer Raum. Klar, logisch, wir sind weitergegangen. Wow! Gott, war nicht gut. Oh Gott. Ich glaube, diesmal wird das viel schwieriger, weil wir hier viel mehr haben von den Dingern. Von den Rüstungen. Kann ich die irgendwie loswerden? Oder bleiben die ganze Zeit aktiv, die Rüstungen? Sie scheinen es mit diesen Symbolen einfangen zu können. Sehen die gruselig aus, die Dinger. Können wir jetzt eigentlich hier aus der anderen Seite hoch oder merken die das? Ich weiß noch nicht genau, wie die reagieren. Thank you.
Klappt das? Komm schon, bevor die kommen. Ja. Komm, Trico. Oh Gott. Oh Mann, und Trico beschützt uns. Oh oh, Trico. Pack ihn dir. Oh Mann. Hey, komm. Du hast es geschafft. Komm, beruhig dich wieder. Alles gut. Alles gut. Oh Mann. Okay, wir haben es geschafft. Gemeinsam mit Trico haben wir den Raum auch geschafft. Wie es weitergeht mit dieser ruinartigen Tempelanlage, erfahren wir beim nächsten Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, oh, guck mal, er düst ein bisschen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Last Guardian. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob wir einige Antworten auf die doch vielen Fragen haben, die sich hier immer mehr auftun. Unsere Flucht gemeinsam mit Trico schreitet auf jeden Fall voran und ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden, hier lebend zu entkommen. Bis zum nächsten Mal. Are you okay?